Klima gegen Spanien. Verteidigungsgeschichte. Wir sind aber noch nicht in Spanien. Also ich leiere meinen Text. Wenn ihr Fragen habt, einfach dazwischen rufen und ich versuche die zu beantworten. Nach Jetzt so viel wieder Schnitt gestört. kommt, oder was? Hier kommt jetzt Schnitt und jetzt fangen wir an, gebt den Muslimen Al-Andalus zurück. Jetzt geht es um das Thema Al-Andalus. Schnitt. Genau. Nach so viel geistesgestörtem Gefasel von Klaus Habib Neven und die Schilderung, wie die Endzeit für ihn aussehen wird, obwohl er ständig nur von Freimaurern, Illuminaten und Kabbala-Zionisten sprach, kehren wir zurück zur Geschichte der Religion des Friedens und dessen Ausbreitung. Denn wer die Vergangenheit nicht kennt, ist leicht das Opfer der Durchmanipulation in der Gegenwart und verbaut sich somit seine Zukunft. Die letzte Episode aus der Serie Der Islamische Staat, das ist diese Serie, die Geschichte über islamische Staaten etc., war die Episode 86, liegt das ein bisschen zurück. Abgeschlossen haben wir damit, dass Abdul Malik wahrlich ein Imperium erschuf, das noch kein Araber zu errichten vermochte. Sein Sohn Walid der Erste war derjenige, der für Bautätigkeiten in Jerusalem berühmt wurde und Kirchen in Moscheen verwandelte und als der Vollender des Felsentums gelten kann. Besonders aber im Irak, das damals noch nicht als Irak wirklich bekannt war, sondern man primär Kufa als solches sah oder so benannte, war formell im Reich, aber immer wieder erhoben sich insbesondere schiitische Stimmen gegen die Umayyaden. Das war die Herrscherklasse dieses Hauses von Abdul Malik und Walid. Das Wort Sunni war immer noch nicht aufgekommen. Wo ist mein Fenster? Ich muss das Bild. Hier nochmal eine kurze Grafik, wie das die Ortschaften, die größeren damals hießen und waren. Und so sah das dann mehr oder weniger aus. Das Reich von 705 an war Wieso das. Mekka? Wieso Mekka? Was, wieso Mekka? Mekka gehörte da dann schon zum Reich Aber das war immer noch eine Ministadt. Mekka hatte ja keine Bedeutung, das kam ja jetzt erst hoch. Ja, historisch gesehen weiß man nicht genau, wie groß Mekka damals im Jahre 705 war. Jedenfalls beanspruchte man das Reich in diesem Gebiet. Was jetzt Mekka da war und wie wichtig, das ist eine andere Geschichte. Aber jedenfalls beanspruchten die das für ihr Reich. Weil sie, der Walid hätte auch da große, die ersten großen Moscheen in Medina und Mekka aufgebaut, etc. Wie viel da dran ist, weiß man nicht so genau, weil es nicht so viele Quellen dazu gibt. Naja, wie gesagt, das Wort Sunni war aber auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt immer noch kein Wort und kein Begriff, den man benutzte und überhaupt kannte. Frieden war reichlich was anderes, denn die Kufier lehnten sich immer wieder auf gegen die aus ihrer Sicht nicht echten Muslime und zu Unrecht an die Macht gekommenen Umayyaden. Also die Kufier, das waren neben diesem die Iraker, wenn man so sagen will. Die Aufständen konnten aber bereits Abd al-Malik gut unter Kontrolle bringen und Walid war auch nicht sonderlich eingeschüchtert von diesen Gruppierungen der Schiiten. Aber besonders Menschen, die ursprünglich aus Bakr kamen, stammen, dem heutigen Nordostarabiens, Kuwait, Bahrain war das, Katar mehr oder weniger ein Teil davon, plagten die Umayyaden immer wieder. In Syrien und im Irak selber. Allen voran ein Reiter namens Shabib ibn Yazid. Dieser soll sogar es geschafft haben, vor den Toren Damaskus zu klopfen. Also einer aus dem Bereich von Basra, dort herum soll der herkommen. Dieser Shabib war den Khawarij oder Shawarij, wie man ihn auch genau ausspricht, zugeneigt. Dieser religiös fundamentalen Gruppierung, welche wir zuvor gesehen haben, dass sie gegen Ziyad kämpften. Ziyad, das ist in Folge 80 oder 81, habe ich darüber gesprochen. Hajjaj verwaltete das Reich für das Reich den Irak und auch Teile des heutigen Irans und berührte auch Afghanistan. Hajjaj, das war einfach ein Feldherr für Damaskus, also für das Herrscherhaus, und er war stationiert in Kufa.
Doch seine Soldaten waren alles andere als begeistert, dass dieser immer weiter in den Osten wollte und man immer länger der Heimat fernblieb. Also kam es intern immer wieder zu kleinen Aufständen. Die Erzählungen um Hadschadsch würden wohl eine eigene Sendung verdienen, aber man entfernt sich so etwas zu sehr von der islamischen Geschichte, finde ich. Er wurde von einigen auch als Feind Gottes genannt. Da habe ich direkt einen Ausspruch hier vom Buch von Julius Wellhausen. Und zwar, wir gehorchen dem Feinde Gottes nicht. Er zwingt uns wie ein Pharao zu den weitesten Feldzügen und hält uns hier fest, so dass wir Weib und Kind nicht wiedersehen. Er gewinnt immer, siegen wir. So ist das eroberte Land sein. Gehen wir zugrunde, so ist er uns los. Also die hatten anscheinend keine guten Worte über ihren Feldherr zu berichten. Nach seinem Verständnis war also dieser Hadschadsch war halt nicht so beliebt bei den eigenen Soldaten. Er konzentrierte seine Kämpfe immer im Osten weiterhin und benutzte dafür mehrheitlich die Iraker. Nach seinem Verständnis war er Herrscher. Der Reichsmitte in Damaskus war das kein Dorn im Auge, solange man dieser Hadschadsch anerkannte, dass das Kalifat Abdelmalik und später seinem Sohn Walid zugesprochen wurde. Hadschadsch hatte damit kein Problem und er hielt in brenzligen Situationen sogar Hilfstruppen aus Syrien. Diese Hilfe wurde später aber teuer bezahlt, also finanziell dann mit Münzen. Den Hass eben gegenüber Hadschadsch sieht man in diesen kleinen Versen. All das war von geringer Wichtigkeit für Hadschadsch, denn seine Feldzüge unternahm er generell im Auftrag des Herrscherhauses der Umayyaden und dies sehr erfolgreich. Er konnte das Imperium im Osten nicht nur verteidigen und aufrechterhalten, nein, später berührte er nicht nur Afghanistan, sondern fast sehr festen Fuß auf diesem Land. In Bezug auf die Religiosität soll er als einer seiner letzten Handlungen die Verbreitung des Korans forciert haben, und zwar die Version von Uthman. Doch nicht nur die Verbreitung stellte er sich als Pflicht hin, sondern auch noch die diakritischen Punkte soll er eingeführt haben. Die Glaubwürdigkeit dieser Erzählung ist nicht allzu hoch, zumindest scheint es im Widerspruch zu stehen mit den Dingen, die wir wissen und als Nachweis haben. Wikipedia allerdings gibt dazu die Arbeiten von Omar Hamdan an und dessen Buch Studien zur Kanonisierung des Korantextes als Referenz für eben diese Behauptung, dass dieser Hadschadsch diese diakritischen Punkte erfunden hätte. Doch mit der Beweislage, die der Hadithe gleicht, kann man Mund-zu-Mund-Überlieferungen, die erst 2 bis 3 Jahrhunderte später schriftlich festgehalten wurden, nicht schwerlich vertrauen. Zumal, wie ich schon oft erwähnt habe, Ignaz Goldzieher aufgezeigt hat, wie erfunden die Hadithe sind. Das Buch heißt von Ignaz Goldzieher Mohammedanische Studien, ist in 2 Bände geteilt, ein richtiger fetter Wälzer. Ob ich mir das Buch von Omar Hamdan besorge, um selber über seine Recherchen und Arbeiten mir ein Bild zu machen, weiß ich noch nicht. Omar Hamdan ist aber bekennender Muslim, aber auch Professor für Koranwissenschaften in Tübingen. Wobei ich direkt eine leichte Abneigung gegen dieses Wort an sich schon habe, Koranwissenschaft. Abgesehen davon habe ich Herrn Dr. Omar Hamdan angefragt, ob er zu einem Interview bzw. Gespräch über dieses Thema bezüglich der diakritischen Punkte bereit wäre und die Entwicklung der arabischen Schrift zu sprechen. Ich warte noch auf Antwort. Aber wieder zurück zum Imperium. Am Ende seines Lebens vermochte also dieser Hadschadsch das Umayyadische Reich so weit in den Osten auszudehnen, dass weite Teile des heutigen Nordirans, dazu zählten Afghanistan und der Westpakistan. Doch parallel zu all den Geschehnissen von Syrien im Osten, von Syrien aus im Osten gesehen, fand eine Ausbreitung über ganz Nordafrika statt. Und schließlich noch im Leben des Walid überquerte man die Meerenge bei den Säulen des Herkules. Diese wurden dann mehr oder weniger umbenannt in den Jabal Tariq, also Berg des Tariq.
Heute kennt man diese Meerenge von Marokko nach Spanien etwas abgewandelt, nicht als Gibraltarik, sondern als Gibraltar. Oder anders ausgesprochen Gibraltar. Und hier wirkt die Vorgeschichte bis zu Spanien ziemlich merkwürdig. Denn was weiß man über die Eroberung in Nordafrika? Diese Frage stelle ich mal zuerst an Jakob. Weißt du irgendwas darüber? Ich vermute mal eher nicht. Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Stop spamming, du weißt vielleicht etwas eher darüber. Wie hast du das bisher miterlebt oder was weißt du über die Eroberung von Nordafrika wirklich? Hast du da großartige Quellen? Also es gibt den guten Nikou aus Alexandrien. Und da ist es so, da gibt es also verschiedene Sachen. Jetzt ist leider genau diese 30 Jahre, die von uns von Interesse wären, sind leider verloren gegangen. Wir haben nur die Zeit davor und danach. Das heißt also, wir wissen nur aus seiner Quelle, aus einer einzigen, dass eben die dort eingefallen sind und die totgepresst haben. Das heißt also, die haben immer mehr an Steuern verlangt, bis hin zu, also da gibt es dann diese diversen Geschichten, dass also sowohl Kinder als auch Frauen und so weiter in die Prostitution gezwungen wurden, Kinder in die Sklaverei und so weiter, nur um das zahlen zu können. Aber und Moment. Haben. Ich sage nur gerade, was ich so gehört habe. Danach sind sie sogar bis hingegangen nach Alexandrien, haben da den Leuchtturm zerstört, weil jemand denen gesagt hat, dass da drunter irgendwelche Schätze verborgen seien. Die andere Geschichte, die ich kenne, ist, dass der gute Amr da gesagt hat, wir möchten mehr Geld. Omar hat gesagt, das reicht nicht, ich will noch mehr. Und Amr hat dann zurückgeschrieben, Ägypten funktioniert nach den Regeln des Nils und nicht nach den Regeln des Omar. So, das ist alles, was ich weiß. Also nicht wirklich viel und zusätzlich noch eher Legenden als wirkliche Historien. Genau so ist es. Sehr gut, es gibt natürlich auch Fakten. Es gibt natürlich auch, dass die Bibliotheken zum Beispiel in Alexandrien dreimal runtergebrannt wurden, weil eben dort Schriftzeug war, was nicht korankonform war. Und so. Ja, aber die ersten Verbrennungen haben... Aber wer das jetzt wann wo gemacht hat, das überhaupt nicht. Genau das ist da der Punkt. Die ersten Verbrennungen in Alexandrien, die haben vermutlich unter Umständen die Christen vollbracht. Also schon im ersten und zweiten Jahrhundert ist die erste große Verbrennung vollzogen worden, mit großer Wahrscheinlichkeit. Und die anderen Verbrennungen sind vermutlich eben Texte, die noch irgendwie neu kopiert wurden oder aus dem Gedächtnis wieder niedergeschrieben wurden, aber nichts mit Allah zu tun haben, also hat man die verbrannt. Aber in der Periode jetzt des Umayyadenreichs, sprich auch gut 630 bis 710, da hast du auch nicht wirklich viele Quellen, die du nennen könntest, oder? Nein. Eben. Was ich jetzt einfach herausgefunden habe in meinen kleinen hobbytechnischen Recherchen bisher, generell finden wir zwei Namen als Erwähnungen, aber tiefgreifende Hintergründe sind eher ziemlich unbekannt. Als Statthalter ist ein gewisser Musa ibn Nusayr in Ägypten und somit auch über Ifriqiya, oder halt dem heutigen Afrika wird das so Ifriqiya benannt, also Nordafrika dazumal, dieses Ifriqiya, auserkoren worden. Ibn Nusayr heißt der Gute. Und dies soll im Jahre 507, er soll zum Statthalter gemacht worden im Jahre 705. Also in dem Jahr, als der gute Abdelmalik verstorben ist. Also im selben Jahr, wo verstorben ist, Walid, der noch bis 715 lebte, von 705 bis 715 war er dann der Kalif nach seinem Vater, wusste aber nicht allzu viel zu berichten von diesem Musa ibn Nusayr. Ibn Nusayr muss es sich aber wohl zur Aufgabe gemacht haben, Ifriqiya für das Reich zu unterwerfen. Dies soll ihm dann auch innerhalb von 4 Jahren gelungen sein. Es hört sich deshalb merkwürdig an, diese ganzen Geschehnisse und diese Eroberungsfeldzüge, da die Mauren, darunter versteht man generell einfach, ja hallo Jakob, dass man die Mauren versteht man generell einfach die nordafrikanischen Völker. Bis hin nach Maghreb. Maghreb kann man grob sagen, war das heutige Marokko.
Das war Nordwestafrika. Auch Algerien gehörte zum Maghreb, Teile davon. Also sich nahezu kampflos diesem Nusayr dann unterwarfen und auch direkt im großen Stil zum Islam rübertraten. Das wird einfach so erzählt. Wie wirklich in 4 Jahren das möglich ist, ganz Nordafrika so einzunehmen, dann erst noch friedlich. Es kommt mir einfach sehr merkwürdig vor, weil es da, wie gesagt, keine festen und soliden Berichte gibt. Die Nordvölker von Afrika hatten, soweit ich weiß, praktisch gar keine Schrift. Die hatten das auch nur mit ihrem Vokalkultur geprägt, ihre Geschichte, mit Erzählungen. Einige Berbervölker, die hatten ähnliche Schriften wie uralte Hieroglyphenschriften, also sehr ähnlich wie in Ägypten, aber sonst hat sich das nicht großartig da weiterentwickelt. Also Mund-zu-Mund Weitergabe der alten Historie. Und die fehlen uns einfach in dieser Periode. Die Forschung ist sehr undurchsichtig. Wie sehr Goten wirklich, Moment, jetzt bin ich verrutscht. Bedenkt man, dass Spanien, Marokko, Algerien und besonders Tunesien und auch Libyen von den Goten knapp 900 Jahre zuvor schon eine Wanderung durch diesen Lande machten und mit Römern verschmolzen, die vor allem bekannt sind in der Geschichte Karthagos in Tunesien und auch dann in Libyen sehr, sehr verbreitet waren, die Römer. Die Forschung ist sehr undurchsichtig, wie sehr die Goten wirklich die Kultur beeinflussten und zu Römerzeiten dazu machen. Doch es kann kaum geleugnet werden, dass mindeutig nachgewiesen in Westgotenreich, also Spanien, festen Stand hatten, nicht auch über diese kleine Meerenge, von der man aus einen anderen Kontinent sehr gut sieht, nicht selber überquert hätten. Nun eben ist das merkwürdig, weil die Kulturen von Libyen und Tunesien stark durch diese Kulturen der Römer und Goten geprägt waren und sich auch eine eigene Volksmentalität dadurch bildete oder bilden musste, nun einfach sich unterworfen hätten. Sind zwar, wie gesagt, auch 900 Jahre mindestens, oder sagen wir 700 Jahre mindestens Abstand, aber trotzdem, das sind ja Zeiten, wo sich nur langsam alles verändert, etc. Und wenn man natürlich sieht, dass Libyen, also der Gaddafi, der hat die alten Kulturstätten nicht einfach zerstört oder den Zugriff da verwehrt, sondern die konnte man besuchen. Und in Tunesien ist man auch sehr stolz, selbst heute noch, auf die alten Bauwerke der Römer. Also ich weiß dann, wie die sich einfach friedlich unterwerfen konnten einem neuen Eroberungszug. Das passt für mich nicht ins Bild. Das kann sein, aber für mich passt das nicht ins Bild. Also haben wir 5 Jahre Herrschaft durch Musa ibn Nusayr bis nach Marokko, in welchen er es bis nach Gibraltar schaffte, von Ägypten aus. Aber also allzu plausible Argumente kann man schon ansehen, dass auch vor knapp 1300 Jahren Nordafrika zu gut 85% sowieso nur unbewohnte Wüste war und quasi die Bevölkerung da sehr dünn war. Und darum ist es keine große Herausforderung war, überhaupt irgendwas zu erobern. Das ist ähnlich, wenn man das vergleicht vielleicht mit dem IS heute, dass die riesige Gebiete erobern, aber mindestens 50% davon ist unbewohnbare Wüste. Frage, wenn die Bevölkerung da sehr dünn war, gab es da keine Dicken? Die gab es vielleicht schon, ja. Aber ich kann das nicht nachweisen, wie dünn die Bevölkerung ist. Die Bevölkerungsdichte. Ja, ich ist das eine falsche Formulierung? Die Bevölkerung, ja, okay. Die Bevölkerung, BMI unter 20. Die Bevölkerungsdichte war sehr dünn. Passt das besser? Ist das pro Quadratkilometer. Die hatten keine Kilometer dazu. Die wurden noch nicht erfunden. Aber passt diese Bezeichnung besser für dich? Hört sich das sinnvoller an? Bevölkerungsdichte war sehr dünn. Ja. Okay. Mein Gott, also gut, das Land war dünn besiedelt von dünnen Menschen, die dürr gelebt haben und deswegen nicht viel Widerstand bringen konnten. Weil die haben in der Wüste gelebt. Es gab wirklich nur ein paar Stämme damals. Da waren die auch alle sehr dünn. Ja, ja.
man kann davon ausgehen, dass die doch relativ dünn waren. Die wie dünn, das kann ich jetzt heute auch nicht nachweisen, oder wie dick. Aber wie oder dumm waren sie, das ist auch eine andere Frage. Ich weiß nicht, davon, das hasse ich, wenn man die alten Zivilisationen als dumm bezeichnet. Weil das war eine Frage, das war keine Aussage. Wie dumm waren sie? Das ist einfach nur, weil die ganze Entwicklung, die wir haben, die ist ja nur dadurch entstanden, dass wir untereinander ganz verschiedene Ausblicke haben und die sich vermischen. Dadurch ist der ganze Fortschritt ja gekommen. Und vorher, wo die Leute in Stämmen gelebt haben, sind die Stämme nicht viel weiter gekommen. Die haben sich nicht viel weiterentwickelt. Ja, die deswegen sind die ihre paar Sachen Urvölker und da in den Amazonen und so, da sieht man ja, wie weit die sich entwickelt haben. Nämlich gar nicht, das ist es ja. Aber in dem Moment, wo du dann andere dazu hast, es ist nur so, wir sind immer noch auf dem gleichen Stand, was Intelligenz und Dummheit anbelangt. Nur sind wir heute auf einem Stand, wo wir eben die Dummheit, die wir haben, so weniger einsetzen und uns auf solche Sachen fokussieren können, wie die Entwicklung von, weiß ich nicht, Smartphones oder solchen Sachen. Ja, das kann man wieder ein bisschen kurz abschweifen. Macht unsere Technologie uns glücklich? Das ist die andere Frage. Mich schon. Und ich denke, das ist keine wirklich Glücklichkeit, sondern mehr Ablenkung. Was wir hier in Europa sehr oft, glaube ich, vollziehen. Weil wenn man sich das anguckt, das bemerke ich bei mir selber. Wir können uns immer weniger auf etwas einfach ein bisschen gelassener konzentrieren und uns dafür Zeit nehmen. Es muss immer alles in 3 Minuten Videos erklärt werden und die ganze Welt soll dadurch plausibel klingen. Ich glaube, da ist die Glücklichkeit wirklich sehr komisch zu betrachten, wenn man das so will. Ich kann nur von einem Bericht reden, als die ich glaube, das war in Australien, dass da auch die ersten Franzosen da an Land kamen und da ein paar Stämme angetroffen haben. Die Franzosen mit Schiffen und Waffen und Schießpulver und allen möglichen technologischen Errungenschaften, die man da hatte, trafen auf diese Stämme und die hatten, glaube ich, nicht mal mehr als 50 Werkzeuge und sahen trotzdem immer alle sehr fröhlich aus und glücklich und hatten keine Kriege und also ich weiß nicht, ob Technologie uns wirklich mit der Zeit immer glücklicher machen wird. Ich will jetzt ja nicht politisch inkorrekt klingen, aber debile Menschen sind auch glücklich, aber das heißt noch lange nicht, dass sie ein besseres Leben führen, deswegen. Wieso nicht? Ich meine, was ist wichtig fürs Leben? Glücklich sein. Ob du jetzt merkst, dass du kein Handy hast und nicht mit anderen verbinden kannst. Nein, das ist doch nicht alles. Du musst es auch anders sehen. Wenn die Leute einen Abszess am Zahn hatten, sind sie dann eingegangen. Ja, eben. Also. Wenn die eine Mittelohrentzündung hatten, dann sind sie taub geworden. Das heißt also, alleine auf der Medizin, wenn ich da den Fortschritt sehe, was ich heute für ein Leben haben kann, das war damals überhaupt nicht möglich. Ich wäre schon 10-mal gestorben. Klar, aber das hat ja keine Verbindung insofern mit Glück, wenn die sich trotzdem um die Tauben und Zahnlosen kümmern und so trotzdem lachen können. Alleine Schmerzfrei der Tod ist schon glücklich. Ich finde einfach, wir maßen uns ein bisschen zu viel an mit der ganzen Entwicklung. Nein, du hast absolut hundertprozentig recht. Das heißt also, ich gehe mittlerweile auch wieder zurück und nehme mir die Freiheit, das Telefon abzuschalten, das Internet abzuschalten und mich persönlich um Leute zu kümmern und mich mit denen zusammenzusetzen. Da gehe ich wieder einen Schritt zurück. Ja, und die Leute gehen jetzt auch und gehen raus. Es geht auch ohne. Andererseits nehme ich aber diese ganzen Möglichkeiten, die wir heute haben, die sich uns bieten, dankbar entgegen, indem ich ein Navigationssystem nehme, wo ich mich heute nicht mehr mit Karten rumärgern muss. Das heißt also, da gehe ich den bequemeren Weg und nehme das, was sinnvoll ist und was mir hilft und mich glücklich macht und lasse die anderen Sachen einfach weg. Die Freiheit, da müssen wir hinkommen, da stimme ich dir absolut hundertprozentig zu, dass wir uns heute zu solchen Idioten machen, wie das teilweise an der Westküste ist, die ackern von morgens 7 bis abends um 8 und das jeden Tag. Und das ist dann in meinen Augen nicht mehr das Leben, wie wir es uns eigentlich aufbauen sollten. Und das ist eben, ich habe mal so einen Bericht gesehen, da ist einer von Silicon Valley eben Pasadena oder was immer, weggegangen und ist nach Utah und hat da eine Technologiefirma aufgemacht. Und ist Mormone geworden. Sorry?
und ist Mormone geworden. Nein, aber der hat eine Technologiefirma aufgemacht und hat gesagt, die Leute hier haben ein ganz anderes Lebensgefühl. Das heißt also, da ist morgens um 7 der Parkplatz noch leer. Das heißt, die Leute kommen um 9 Uhr ins Büro, arbeiten da, jawohl, die arbeiten gut, die arbeiten hart, aber die nehmen die Arbeit als Mittel zum Zweck. Und das ist genau das, was ich mache. Ich arbeite, um zu leben. Wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich es nicht tun. Ich würde den ganzen Tag Videos machen und einfach nur irgendwelche Spielereien machen. Es geht nur nicht. Aber ich nehme die Arbeit als Finanzierungsmittel, um zu leben und nicht umgekehrt. Um deine Frage zu beantworten, Jakob, die waren genau gleich dumm wie wir. Das ist jetzt meine Aussage. Nein, waren sie nicht. Ja, die paar IQ-Punkte, ja, das sind 20 mehr. IQ ist sowieso so eine Sache, wissen wir, ist gar nicht so ausschlaggebend, aber es ging einfach darum, dass die Leute früher doch dümmer waren. Die wussten einfach weniger von der Welt. Das hat aber nichts mit Dummheit zu tun. Ich weiß nicht, wenn du wenig weißt von dem, was dich umgibt und wie Dinge funktionieren, dann ist das okay. Dummheit ist jetzt natürlich auch so ein doofes Wort. Nein, wenn du dumm bist, dann kannst du das gar nicht erfassen. Ja, dann kannst du es dann gar nicht verstehen, ja klar. Okay, die waren jetzt nicht dumm. Das ist ein schlechtes Wort. Die waren einfach ignoranter. Oder? Unwissender, sag doch einfach unwissender. Okay, unwissender, ja. Nein, Mann, ich habe doch die Frage beantwortet. Ich finde, ich habe die Frage beantwortet. Sie waren nicht dümmer als wir. Genau. Die waren gleich dumm. Und jetzt kannst du deine eigene Dummheit angucken und dann das auf die abwälzen. Weiter. Ich habe keine Dummheit, laberst du. Nein, weiter. Wo war ich? Genau, also da war es Wüste und der hatte eh keine Mühe, da die Wüste großartig zu erobern. Der zweite bekannte Name ist schon gefallen, und zwar dieser Tariq, nachdem ja eben der Gibraltar benannt ist. Tariq ibn Ziyad heißt der Gute. Ibn Nusayr gilt als Vollblut-Araber, während Tariq diesem als Feldherr untergeben war und Ansehen bei seinem Herrscher genießte oder genoss, war Tariq dennoch nur ein Berber, der nicht geborener Muslim war, sondern ein Konvertit. Die Nachweise und historischen Begebenheiten in Nordafrika und dieser Eroberungen sind eben, wie gesagt, kaum vorhanden. Zumindest finde ich nichts in meinen Büchern, die ich habe, die eben lediglich diese Namen immer wieder erwähnen, immer wieder die gleichen Jahreszahlen alle sich nicht widersprechen, aber sonst. So Quellenangabe haben die auch nicht. Irgendwie wirken meine Bücher nachgeplappert. Also sehr unhistorisch in diesem Bereich, ganz spezifisch in diesem Bereich. Historischer wird das erst mit den Kämpfen dann auf Boden der Westgoten, also in Spanien und gegen Mitte des 8. Jahrhunderts auch in Frankreich. Denn diese hatten bereits eine etablierte Schrift und vermerkten ihre Niederlagen, natürlich nicht so detailliert, und für sie viel wichtiger, ihre Siege über den bösen Mauren, der da übers Meer geschippert kam, der es wagte, von Afrika hierher einzumarschieren. Also besonders die Franzosen sind da sehr abgeneigt. In Spanien sieht das halt ein bisschen anders aus, oder sah es ein bisschen anders aus anscheinend. Obwohl die Araber doch noch eine ziemlich wortreichhaltige Überlieferungen von unzähligen Akteuren, Ortschaften und Jahreszahlen über die Feldzüge Richtung Indien bereits noch vor Beendigung des 7. Jahrhunderts aufweisen können, scheint dies in Bezug auf Afrika nicht der Fall zu sein. Da verstummen einfach die Historiker. Es steckt vielleicht mehr dahinter, als man uns erzählt. Nach einer winzigen Recherche stieß ich über ein Werk mit dem Namen Die verfälschte Antike, Dr. Illig und der Angriff des Islam auf Rom, bereits 337 nach Christus. Bist du auch auf einen Emmett Scott gestoßen?
Nee, wie gesagt, das war nur eine ganz, ganz, ganz winzige Recherche. Aber erzähl ruhig, das interessiert mich jetzt. Was ist mit diesem Payment Gut? Nein, der hat das aufgearbeitet. Das heißt also, es gibt im Augenblick Leute, es gab vor 100 Jahren einen, der hat das mal angefangen und hat dann in Spanien recherchiert und hat also bis diese Schlacht in Poitiers mit dem Martell und so, der hat das alles mal rekonstruiert und hat das mal recherchiert. Und das ist jetzt aufgegriffen worden, eben durch einen Emmett Scott, und das wird jetzt alles weiterentwickelt, der sagt, dass die Geschichte wahrscheinlich neu geschrieben werden muss, dass das nämlich gar nicht die Westgoten waren, die das alles in Schutt und Asche gelegt haben, sondern eben die Muslime, die Mauren. Und da gibt es jetzt halt Historiker, die versuchen, weil du hast genau richtig, es gibt kaum etwas. Und da geht er jetzt, er geht zum Beispiel in die alten Kirchen, um dort die alten Schriften, die tatsächlich noch irgendwo vergraben sind, die wieder rauszuholen und zu gucken, was steht da über diese Zeitspanne, was steht da überhaupt drin. Moment, das interessiert mich jetzt. Ich muss den Namen schnell notieren. Ach, ich habe das mal irgendwo aufgearbeitet. Ich müsste mal gucken. Wie ist der? Emil, kurz oder was? Oder schreib mir dann kurz im Chat, damit ich da. Nee, Emmett. Emmett, Emmett Scott. Stopp, okay. Ja, ist nicht schlimm, wenn ich mich verpisse Jetzt. oder so. Vermissen werdet ihr mich nicht, ne? Ja, du bist einfach ein Historik-Banause, aber Ja, schlimm ist es nicht, ich muss nein. aber arbeiten und so. Genau. Viel Spaß mit deiner Arbeit. Ja, werde ich haben. So viel zu tun, aber egal. Ja, Ich danke dir schön, für das schön. Streitgespräch. Ja. Schönen, verschwörerischen Sonntag noch. Ja, ich schwöre, das nächste Mal, wenn du wieder sowas schreibst, ich werde es dann direkt rausnehmen, werde es dann direkt nochmal in der nächsten Sendung dann sagen, und dann werden wir nochmal sehen, wer hier der Verschwörungstheoretiker ist. Immer Nein, noch keine du, Sorge. aber tschüss. Nein, du. Dann euch beiden schönen Sonntag. Tschüss. Tschö. Wie gesagt, auf meine kurze Recherche bin ich nur auf dieses Buch gestoßen, in der die ganze Geschichte der Antike um knapp 300 Jahre nach hinten verschoben wird und der Islam eben bereits im 4. Jahrhundert sich entwickelt hätte. Diese Theorie soll bekannt sein unter der Phantomzeittheorie. Also eine Zeit, in der noch nicht so wirklich vieles klar ist, von dem man nicht so viel weiß. Und das ist wirklich so, dass eigentlich, wenn man das ansieht, so im Nahen Osten, die Zeit zwischen Konstantin und dem Aufkommen des Islams ist ein bisschen, ja, fad, wenn man das so will. Also da gibt es nicht so viel zu berichten, interessanterweise. Die Abschnitte von Erzählungen sind sehr weit ausgedehnt und das wirkt Würdest einfach du ein die bisschen. hier hinlegen oder in Skype? Wie du willst, was für dich einfacher ist. Das ist der eine. Einerseits hört sich das schon sehr weit hergeholt an und man versucht vielleicht das Christentum des Konstantin zu streicheln. Andererseits untermauert es einige Punkte, wie dass die arabische Schrift sich aus der mandäischen herausentwickelt habe, dass Jesus lediglich als Prophet angesehen wurde von einer anderen Sekte im Christentum und nicht als Gott, sprich die Trinität, nicht akzeptierten, dass die syroaramäische Sprache viel Einfluss auf den Islam hatte und so mehrere Passagen ganz drastisch an Verständlichkeit, Bedeutung gewinnen. Die Mandäer verschwanden im großen Stil spätestens im 4. Jahrhundert. Und so kann es durchaus sein und die Vermutung nicht komplett abwegig ist, dass sich diese Ideen in we wenigen Menschenmassen zu einer neuen Religion verschmolz, die noch keinen Namen hatte und durch die Verfolgung der Kirche Konstantins, die formell sich als katholisch bezeichnen lässt, später dann, und die für sich militärisch das Christentum auch beanspruchte. Waren andere sich Christen bezeichnete Gruppen wohl oder übel gezwungen, entweder unterzutauchen oder auszuwandern? Also es passt ein bisschen halt mit dieser komischen Theorie mit einigen Punkten. Es beweist nicht, aber es würde ein bisschen was erklären. Und wer weiß, vielleicht haben sich einige Gedanken dieser Anderschristen über Nordafrika verteilt, im Speziellen dank Ägypten,
welches oft Zuflucht für Gnostiker war, die nichts davon hielten, das Heil Gottes in einer Kirche zu suchen, sondern, wie der Name sagt, im Wissen selber und jeder für sich finden müsste, wo Gott ist. Aber dies alles bedarf genauer Untersuchung durch Akademiker, Historiker, Sprachwissenschaftler und vielleicht den Theologen, so als, ja, als Anhängsel. Mich würde es aber nicht zu sehr verwundern, wenn es da Verbindungen gibt, die wir bereits bekannten Punkten der Ungereimtheiten verknüpfen könnten. Es würde meiner Meinung nach halt ein klein wenig erklären, dass Menschen in Nordafrika vielleicht die Eingottesthese bereits gehört haben und so kein Problem hatten mit den neuen Herrschern, die da einmarschierten und das propagierten, dieser neuen ein einziger Gottgedanke. Und damit kommen wir eben auf die Mauren zurück. Diese sollen sich nicht nur nahezu kampflos den Arabern unterworfen haben, nein, sie hätten auch direkt den Islam in Massen angenommen und sich als Soldaten zur Verfügung gestellt, um in das Westgotenreich einzumarschieren. 711 hätte man dann ohne größere Mühe Spanien begonnen zu erobern. Ganz wichtig war der Sieg über den mächtigen Feind, König Roderich von Guadalete. Nachdem der alte Gotenkönig und auch der letzte seinesgleichens vernichtet war, gehörte nun Toledo den Befreiern des Islams. Und deshalb gehört bis heute rechtlich ja Spanien den Muslimen. Diese friedlich einmarschierende Herrscher von zuerst 7000 Berbern und später zusätzlich mit Ibn Nusayr 18000 Arabern, die wollten doch nur mal Hallo sagen. Ich meine, besuchen. Zwar sagt man nicht mit einem Heer Hallo, aber die haben halt nur so gedacht. Bescheuert. Die wollten mal Hallo sagen. Als Gastgeschenk nicht eine Flasche Wein, sondern ein paar Bogen und Speere. Säbel. Araber benutzen gerne Säbel. Bögen waren bei den Arabern, glaube ich, nicht so. Jakob, ich dachte, du musst arbeiten. Wer mag keine Polen? Niemand hat das von Polen gesagt. Wie kommst du auf Polen? Bogen. Nicht Polen, Bogen. Oder hast du Polen gesagt und ich habe sie überhört? Obsession. Naja, eben wie gesagt, die wollten ja nur Hallo sagen mit ihren knapp, was waren es, 25.000 Militärs. Was können sie denn dafür, dass sie eigentlich nur etwas plündern wollten, aber die meisten Adligen und Herrscher in Südandalusien in den Norden flohen und oder gar paktierten? Was können die Araber dafür? Das Land musste ja irgendwie regiert werden. So ein schönes, fruchtbares Land darf doch nicht einfach stehen gelassen werden. Also ist man am besten gleich geblieben. Naja, dass Roderick, oder wie er auch auf Spanisch heißt, Rodrigo, bereits auf dem Weg zum Kampf der nördlich von ihm gelegenen Basken war, wird nicht so gerne von den Islamogeten erwähnt. Also die Basken, vielleicht kennt man noch das Wort, das allgemeine Wort Baskenmütze, das kommt halt aus diesem Gebiet, weil die so ihre eigenen Mützen haben, ihre Kulturmützen da. Und das ist halt dieses Gebiet da ein bisschen umrandet, das Baskenland. Also das wird einfach von den Islamogeten nicht gerne genannt, dass der Roderick schon auf einem Feldzug war und dann zurück musste, um sein Land zu verteidigen. Dass er halt die Basken angreifen wollte, ist auch keine schöne Sache an und für sich, aber die Muslime wollen das nicht hören, dass das Land schon jemandem gehörte. Denn das würde die großartige Leistung der muslimischen Kämpfe etwas dämpfen. Schließlich musste Roderich zurückreisen und seine Truppen, die vermutlich eh schon in der Unterzahl waren, fanden keine Verschnaufpause. Also die waren Richtung Norden und da mussten sie zurückreisen, konnten da einfach nicht pausieren. B würde es die ach so friedliche Ausbreitungstheorie des Islams etwas beschädigen. Und dann kann man natürlich nur unter erschwerten Bedingungen, wie ein Dr. Stefan Kees hoch
geachteter Intellektueller namens Abd al-Andalusi eine Rückgabe an die Muslime von al-Andalus durch die Spanier verlangen. Damit die Leute wissen, das ist dieser Typ hier. Und ich überlasse jetzt 5 Minuten, darfst du jetzt ein bisschen über den reden, weil du hast ein Video gemacht, glaube ich, 22 Minuten. Und da darfst du jetzt ein bisschen lästern über den. Ach nee, der Typ ist doof. Der ist ja, aber das ist ja, er ist ja nicht ein Einzelfall. Darum geht es mir. Er ist ja kein Einzelfall. Nein, es gibt halt viele Leute, die das nicht wahrhaben wollen, dass Spanien mal irgendwann durch Spanier bevölkert war. Und die sagen halt immer, es gehört halt den, es ist muslimisches Land, weil wenn irgendein Muslim mal irgendwo Fuß auf irgendein Land gesetzt hat, dann ist das muslimisches Land. Und er ist halt Verfechter davon, der glaubt, dass das so sein muss und dass deswegen die Spanier das wieder zurückgeben müssten an die Muslime. Und da jetzt über den Typen zu lästern, bringt nichts. Das ist der ist beknackt. Ich meine, der ist absolut idiotisch. Der ist, was willst du mit dem? Das ist ein intellektuell behinderter Mensch, der nicht klarkommt mit der Welt und deswegen sich da in seine Blase rettet und meint, er kann jetzt da großartig. Aber jetzt lügst du, Herr Dr. Stefan Kees, jetzt lügen Sie. Weil hier steht, schwarz auf weiß, Abdullah al-Andalusi is an international speaker, thinker and intellectual activist for Islam and Muslim affairs. Also du sagst, er ist nicht intellektuell und ich sage, er ist es, weil es steht ja schwarz auf weiß. Also, man muss ja nur mal hören. Der war ja jetzt irgendwann vor 4 Monaten oder was, oder Anfang des Jahres, gab es ja wieder eine AIRA-Vorführung und da ist er ja vorgeführt worden. Das heißt, da war ja auch der Rationalizer und der hat ihn dann gefragt, was ist denn jetzt hier mit der Sklaverei? Und dann hat dieser Intellektuelle sich da hervorgetan, indem er einfach nur gesagt hat, Sklaverei gibt es nicht. Ja, wenn er das sagt, dann wird es so sein. Ich sehe da keine Probleme. Nein, wir haben es ja vorhin aufgedröselt. Das ist eigentlich nur eine soziale Wohltätigkeitsveranstaltung, weil die Sklaven ja sonst kein Auskommen hätten. Also ist das eigentlich eine Wohltätigkeitstat. Hä? Eine Tat der Wohltätigkeit. Ein Akt der sozialen Wohltätigkeit, dass man Sklaven nimmt. So. Kann man sich noch bei der IS Sklaven kaufen? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, die haben ja Sklavenmärkte, ist ja ganz klar. Es gibt ja ein Video. Also ich hatte eigentlich für die Gin & Tonic heute ein Video of the Week ausgesucht, aber ich habe es einfach, weil ich zu... Der Brechreiz war einfach zu hoch, weil die genau das darstellen. Es gibt ja 2 Sachen. Die haben ja ein Insider-Video, wo mal jemand zusammengestellt hat, diese ganzen Insider-Videos zusammengepackt hat und gezeigt hat, wie das tatsächliche Leben innerhalb von Daesh aussieht. Und das Zweite ist, Daesh hat jetzt eine Broschüre rausgebracht, wo wirklich Punkt für Punkt aufgedröselt ist, wie du an Sklaven kommst, was du mit denen machen darfst und was laut Islam und laut Koran erlaubt ist und was nicht. Das heißt, es gibt ganz klare Regeln, die aufgestellt worden sind, wie man mit Sklaven umzugehen hat. Da gehört nicht dazu, dass du in Bezug auf Sex vorher fragen musst. Das ist einfach irgendwie komme ich an Grenzen. Das heißt also, genau wie ich jetzt mit diesem Typen von der Ford Foundation, irgendwann wird mir dann übel, aber richtig körperlich übel, wenn ich höre, was die für Vorstellungen haben, wie die mit Menschen umgehen, wie die Menschenrechte auslegen, damit das irgendwie Scharia-konform ist. Und was die sich dann vorstellen, da wird mir körperlich schlecht. Und irgendwann kann ich dann nicht mehr. Also genauso von meinem Violence-Video, da musste ich, glaube ich, 3-mal Pause machen, weil ich einfach bei mir übel war, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil ich dann emotionell ausgelaugt war über die Schlechtigkeit, die Menschen an den Tag legen können. Das ist enorm, ne? Jedenfalls. So, wir befinden uns
Wir befinden uns im Jahre 712 unserer Zeitrechnung und vor nicht einmal 7 Jahren wussten die Araber nicht wirklich, dass nordwestlich von Afrika so ein schönes, ihnen gehörendes Land liegt. Das ist so, wie der US-Armee sagt, ja, das Öl gehört. Was fällt eigentlich den Nahöstlern, den Arabern ein, auf unserem Öl zu stehen? Wie es mit Spanien und Frankreich weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Episode genauer an. Oder in den nächsten paar Episoden, weil das find ich schon ein wichtiges Thema, dieser Teil der Erde. Ja, warum? Wichtig dabei ist, darüber zu diskutieren. Das Land gehört den Muslimen, also müssen wir da raus, die müssen da rein und können das dann zugrunde richten. So. Ja, ich will die Muslime bestärken, die ganze Historie zeigen, warum dieses Land ihnen gehört. Dafür brauchen wir noch ein paar Episoden, ja, aber um das genau aufzuzeigen. Die immer in die Vergangenheit gehen. Die sagen immer, guck mal, wie toll wir waren. Ja, aber guck doch, wie toll ihr heute seid. Ich meine, das einzige Land, was in der Lage ist, einigermaßen was hervorzubringen, ist die Islamische Republik Iran. Alle anderen machen da überhaupt nichts. Da stehe ich immer davor und denke, mal, wieso fällt euch das nicht auf? Guck mal, wie meine Vorfahren, die Makedonen, waren. Die haben die ganze Welt erobert. Ja, also, zum Beispiel. Ja. Also lebst du in der Vergangenheit und sagst jetzt, ihr müsst mir alle mein Land zurückgeben? Ja, Ägypten gehört mir. Meine Fresse, ehrlich. Das ist Afghanistan gehört mir, weil der Alexander, mein Vorfahrer, war auch da. Genau. So bescheuert ist das. Genau so bescheuert. Das Problem ist, je weiter du zurückgehst, dann kannst du sagen, die ganze Welt gehört uns. Es ist auf jeden Fall bescheuert. Als Abschlussgedanken zum Thema heute fasse ich Folgendes noch und werfe es in die Welt hinaus. Ich kann ja kein Arabisch, erst recht kein Altarabisch, aber besteht eine Konnektion von Umayyaden und Umma? Ich frage das aus folgenden Gründen. Erstens, die Umayyaden tauchen relativ urplötzlich als Machthaber auf und ernennen sich Kalifen, zu Kalifen, also Stellvertreter Gottes Herrschaft auf Erden. Also eine unmissverständliche religiöse Basis wird da erbaut. Zweitens, seit Anbeginn dieser Machtansprüche und Erhaltung wurden die höchsten Positionen innerhalb nur der Familie vergeben. Also der Kalif war immer ein Umayyad, da gab es kein Drumherumrede. Und wenn es geht, nur von Vater zu Sohn. Drittens war es Uthman, Angehöriger des Clanes der Umayyaden, der den Koran als erster wirklich komplett schriftlich kanonisiert haben soll. Viertens, das Wort Umma, so laut Wikipedia, soll im Koran erst zum ersten Mal wirklich niedergeschrieben und erwähnt worden sein. Vorher soll das gar nicht benutzt worden sein. Daher muss ich fragen, gibt es da eine Verbindung zur Stammesbezeichnung der Umayyaden und dem Wort Umma? Und könnten nicht sogar die Umayyaden den Koran so sehr beeinflusst haben oder gar als Urheber gelten, um ihre Machtpositionen, die sie dann eben innehalten, Anfang des 7. Jahrhunderts, unter den Arabern zu bestärken, diese Machtposition? Oder sehe ich nur, würde ich das nur gerne sehen, weil sich die Worte etwas ähnlich klingen, zu viele Verbindungsknoten, wo gar keine sind. Es wäre einfach interessant, wenn ich da, keine Ahnung, über was stolpern könnte. Aber ich finde es halt ein bisschen beeindruckend mit diesen 4 Punkten. Die Umayyaden tauchen auf, der Koran soll von einem Umayyaden dann, der aber nicht in Damaskus war, verfasst worden sein, beziehungsweise niedergeschrieben worden sein. Und die Familie, die umayyadische Familie ist immer Herrscher. Und Umma bedeutet ja dann auch Großfamilie oder religiöse Gemeinschaft. Also ich vermute einfach, da gibt es definitiv eine Verbindung. Oder ist das eine Verschwörungstheorie von dem bösen Verschwörungstheoretiker Reich? Keine Ahnung. Nein, das ist auch mein Quintessenz aus jahrzehntelangem Nachdenken, ist das auch meine Erklärung. Genug der Ernsthaftigkeit. Gehen wir rüber zum wichtigen Teil des Lebens. Hadith der Woche. Denn ohne Leitung Mohammeds weiß ich nicht, was ich machen soll im Leben. Echt, also
Welche Hand muss ich nehmen, um meinen Hintern abzuputzen? Ach du liebes bisschen. Das sind die Fragen, die die Welt bewegen. So. Jetzt habe ich die Zahl vergessen, die du genannt hast. 418. Oder war das 413? 400. Irgendwie so. 418. Also ganz weit oben. Ganz weit oben. 305. Oh, shit. Ich glaube, du musst es einfach aufgeben. Ich gebe nie auf. 305. Was haben wir hier? Aus dem Kapitel der Einsatz für die Sache Gottes, also dschihadmäßig hier. Was haben wir denn? Wo fängt der Hadith an? Ich mache einen Einsatz beim Roulette. Ja, du setzt ja dein Leben ein. Das ist doch, was für ein Einsatz lege ich auf das Spielfeld? Dein kleines, kümmerliches Leben. Dein kleines, kümmerliches, gottloses Leben. Wenn jemand sich ein Pferd hält, um es für die Sache Gottes einzusetzen, Gott, er ist mächtig und erhaben, sagte, und rüstet gegen sie, was ihr an Kriegsgerät und Pferden aufbieten könnt. Und der Hadith dazu, Abu Huraira berichtet, der Prophet habe gesagt, wenn jemand sich ein Pferd hält, um es für die Sache Gottes einzusetzen, beseelt von seinem Glauben an Gott und dem Versprechen Gottes, so wird am Tag des Gerichts das Futter und Wasser sowie der Dung und Urin des Pferdes zu seinen Gunsten angerechnet werden. Nein, oder? Das hast du jetzt dir ausgedacht. Nee, das ist ein Hadith. Hast du jetzt etwas gegen Pferderechte? Oder was ist los mit dir? Bist du? Kamelurin, das kenne ich ja, aber Pferdeurin, das habe ich noch nie gehört. Das heißt also, je besser geht es mir im Himmel. Ey, sag mal, wer nimmt. Moment, ich suche jetzt das Wort. Nee, es geht ja hier um die Rechte des Pferdes. Also, das heißt, wenn du dein Pferd benutzt für die Sache Gottes, kommt das dem Pferde zugute. Verstehst du? Das heißt, jedes Mal, wenn das Pferd... Wenn das Pferd winkelt, je mehr, desto besser ist für mich der Himmel. Mir kommt das. Ah, so meinst du das? Kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Das stimmt. Auf den Gedanken bin ich jetzt so nicht gekommen. Aber ich verstehe es so, dass es eigentlich fürs zugute des Pferdes kommt. Ja, aber es gibt ja keinen Pferdehimmel. Weißt du ja doch gar nicht, was soll das? Weib und Gesang, unendliche Weiten und ganz viel Stuten. Das ist dann der Pferdehimmel. Ja. Aber wohl bemerkt, verhüllte Stuten. Ach Leute, ihr seid doch alle so bescheuert. Das heißt, je öfter das Pferd, wenn du Muslim bist und dein Pferd hast und du das Pferd einsetzt für die Sache Gottes, dann gibt es hier also zwei Verständungsmöglichkeiten. Je öfter das Pferd scheißt und pisst, desto höher steigst du im Himmel. Oder die andere Deutung, je öfter das Pferd scheißt und pisst, desto höher steigt das Pferd im Himmel. Also diese zwei Deutungen gibt es. Machen beide wenig Sinn, aber naja. Was ist die Deutung in der Sache von Gott? Oder in der Sache Gottes? Was ist denn die Sache Gottes? Also hier habe ich... ein Vermerk beim Versprechen Gottes und da heißt es zu Gottes Versprechen Vergleich das Koran-Zitat in Abschnitt 1. Ja, bringt mir auch nicht viel. Nee, das wird natürlich nicht so erklärt. Das wird in anderen Hadithen natürlich erklärt, was die Sache Gottes ist. Und was war denn die Sache Gottes? Für Beten? Und ich glaube, das hat eine starke Verbindung zu den fünf Säulen. Das ist, glaube ich, so die halten und verheiratete Sklavinnenvögel. Nee, ich meine, ich habe das zur Sache Gottes gehört, aber das ist einfach ein Recht. Gott erzählt mir im Koran die Bedienungsanleitung für die Menschen. Und in der Bedienungsanleitung... Ja, nee. Was ich meine, das ist nicht die Sache Gottes. Das ist nicht die Sache Gottes. Das ist einfach ein Recht für dich, das du beanspruchen kannst. Aber ja. Es ist jetzt nicht so... Ist das gleichzusetzen? Also ist das, was Gott von mir wünscht? Ah, ja, nee, ich bin da nicht ganz einfach.
Was meint jetzt der Matthias Mössl? Der ist jetzt auch auf dem Schlag den Eik-Tot-Trip. Sagt der Eik auch. Bezüglich der Polen oder wie? Er sagt es ja nicht. Ah, wie alt ich bin, ist doch egal. Ich bin noch ein Kind geblieben im Kopf und benehme mich auch kindisch. Das ist jetzt nichts Neues, aber ich habe viel gelernt von Eik. Ja, immerhin. Nicht ich denke, aber nicht mehr hier. Was macht er denn hier noch? Ich glaube, der Jakob hat uns belogen bezüglich seiner Arbeit. Er wollte einfach. Ein Business Sponsored by Politics. Ja, klar, wissen wir doch. Und jetzt sagt der Jakob auch noch: Ja, leider. Jakob, du Heuchler! Komm raus, du feige Sau! Oh, gut. Naja, jedenfalls. Ich arbeite auch, ja. An meinem Sonnenbrand, ja. Jedenfalls, ich fand es heute, wenn mich auch einiges emotional ergriffen hat über die Gespräche, fand ich es trotzdem. Erdogan! Ich spreche gerne das G bei ihm aus. Ach, jetzt weiß ich, wo der Name ist. Sos Hollandaise. Ah, der hat das entwickelt. Jetzt weiß ich das auch. Ich fand es jedenfalls toll und vielleicht ist das spannend für einige Zuhörer, dass ich. Der Eik da aufregt und der Jakob keine Fakten bringt, sondern auch nur emotional reagiert. Und der Einzige, der Argumente für Jakob brachte, war der Dr. Stefan Kees. Und ja, es war irgendwie lustig, auch lustig. Hoffentlich können wir das mal wiederholen. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.